Folge 37, die Bulletproof-Diät. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. In dieser Folge erfährst du, was die Bulletproof-Diät ist und was sie mit Paleo und Low Carb zu tun hat. Warum es mehr als eine Diät ist und Themen wie Kochmethoden, Nährstoff, Timing, Schimmel und Nahrungsmittelintoleranzen darin vorkommen, wie sie aufgebaut ist und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zu einer neuen Folge der Evolution Radio Show. Es freut mich, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. Hallo Julia. Hallo Pavel, ich freue mich auch. Und heute kümmern wir uns mal um ein Thema, besser gesagt, wir haben eine E-Mail von einer Zuhörerin bekommen, von der Nadine, und die hat uns geschrieben, dass sie das Podcast immer beim Laufen hört, was uns natürlich sehr freut, dass das so ein nettes Laufunterhaltung ist. Und sie fragt, ob wir uns mal mit dem Buch von Dave Asprey beschäftigen können, und zwar mit der Bulletproof-Diät. Und das macht man natürlich gerne. Ja, genau, sehr gerne machen wir das. Und ich habe das Buch auch vor einiger Zeit gelesen, ne? Und du hast es auch gelesen, soweit ich weiß. Ich habe es auch gelesen. Ja. Ich habe es auch gelesen, genau. Ich höre ja auch immer seinen Podcast. Ich auch, ja. The Bulletproof Executive. Ist wirklich, macht sehr, sehr nette, informative Radioshow, natürlich auf Englisch. Und da kann man wirklich viel lernen. Genau, und die Bulletproof-Diät ist ja von Dave Asprey. Und vielleicht mal ein bisschen zum Hintergrund, wolltest du ja noch was sagen, ne? Genau, also der Dave Asprey ist aus den USA, lebt in LA. Und er kommt eigentlich aus dem Technikbereich. Er hat da eben in Silicon Valley praktisch doch auch einiges an Geld gemacht. Aber nicht, wie so oft, auf Kosten der Gesundheit. Und er sagt selber, er war eben 100 Pfund, also übergewichtig, um 100 Pfund übergewichtig, ja. Und oder noch mehr sogar. Und er hat eben dann praktisch das Geld genutzt, das er da gemacht hat, um seine Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Und wie man das einfach als Techniker macht, geht man da ein bisschen anders ran und sehr analytisch eigentlich. Und er schreibt selber, dass er in Selbstexperimente 300.000 US-Dollar gesteckt hat und das ungefähr in den letzten 15 Jahren. Also da ist schon einiges investiert worden und er hat praktisch all dieses Wissen in sein Buch verpackt. Ja, genau. Das ist, heißt die Bulletproof-Diät im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum Bulletproof-Diet. Und wenn wir gerade vom Buch sprechen, also er hat auch gerade sein neues Buch veröffentlicht, das ist das Bulletproof Kochbuch und da sind über 150 schmackhafte Rezepte drin, zu denen er auch sagt, dass er die wirklich alle selber kreiert hat mit einem Team von Experten und ausprobiert hat und in seiner eigenen Küche auch nachgekocht hat. Und da soll man im Prinzip schon gespannt sein und sich an leckeren Rezepten erfreuen können. Ja, nun zur Bulletproof Diät. Also im Prinzip ist schon ein bisschen länger her, als ich das Buch gelesen habe. Und soweit ich mich noch daran erinnern kann, war mein Eindruck erstmal ganz gut, weil er im Prinzip viele Themen beackert hat, die ich selber in meinem Leben auch schon umgesetzt habe und mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Dazu gehören beispielsweise, dass gute Fette per se nicht schlecht sind, sondern durchaus gesund sind für den Menschen. Dann ist er auch ein Verfechter von keinem Kalorienzählen und auch mehr auf seinen Körper hören zu wollen und auch auf sein Hungergefühl zu hören. Auf jeden Fall unterstützt er auch eine gesunde Art zu kochen und da auch mit verschiedenen Methoden. Und er sagt im Prinzip auch, welche Varianten von Kochen vielleicht nicht so von Vorteil sind wie Mikrowelle oder irgendetwas zu verbrennen. Und natürlich steht er auch total auf Sleep Hacks, also gesunden Schlaf, und auf Körpergewichtsübungen, die auch in dem Buch genannt werden. Und natürlich auch einen Plan, wie man den ganzen Kram, sage ich mal, umsetzen kann, weil eine praktikable Anleitung. Genau. Was, bevor wir mal dazu kommen, ungefähr wie so diese Bulletproof-Diät konzipiert ist, was ich nicht so ganz gut fand, ist zum einen, dass natürlich auch
unter anderem viel Verarbeitetes mit drin ist. Das heißt, er seine eigenen Produkte propagiert, die jetzt per se nicht schlecht sind natürlich, von denen ich auch einige ausprobiert habe und selber auch verwende, aber die natürlich schon hochverarbeitet sind und die er natürlich auch pushen möchte, ist ganz klar. Das darf man ihm auch nicht vorwerfen. Zum anderen bin ich nicht so der Süßungsmittel-Fan. Das siehst du, glaube ich, ein bisschen anders, ne, wahrscheinlich. Also, und zum guter Letzt ist natürlich der Bulletproof Coffee schon eine ganz tolle Sache. Und ich habe den auch immer mal ganz gerne getrunken, mal ganz gerne. Aber mittlerweile hat er natürlich extreme Ausmaße angenommen. Und es gibt Menschen, die ernähren sich fast nur noch davon. Und das natürlich steht auch aktuell extrem in der Kritik. Ja, aber das ist halt, ist ja auch nicht, also das ist jetzt nicht sein Fehler. Genau, ja. Und mir kommt vor, dass viele Leute, die lesen halt das Buch nicht und die kennen überhaupt den Hintergrund nicht und hören nur Butterkaffee und das wird dann immer gleich exzessiv alles gemacht, ohne zu verstehen, in welchem Rahmen er das einsetzt oder wie er das einsetzt, ja, zum Beispiel. Ja. Und ich meine, also das Buch enthält wirklich sehr viel Information. Ich glaube, man kann ihm verzeihen, dass er seine Produkte natürlich auch unterbringt. Ja, na klar. Und er ist natürlich ein Unternehmer und jeder muss Geld verdienen, auch wenn man schon viel, vielleicht schon einiges hat, aber das wird ja, also das ist sicherlich okay, aber also mir kommt es jetzt nicht vor, dass das nur so ein, also ist sicher nicht im Zentrum. Ne, ist auf keinen Fall so. Also das Buch macht wirklich extrem viel Sinn, zumindest für mich, und hat es auch damals gemacht. Und obwohl ich, sage ich mal, strikter Paleolaner war, auch zu der Zeit viel extremer, als ich es jetzt bin, fand ich das wirklich sehr gut. Das Blöde ist, das Buch hätte früher auf dem Markt erscheinen sollen, ich hätte es früher lesen sollen, hätte ich viel mehr draus ziehen können, weil ich schon eine ganze Menge darüber wusste. Aber ich kann es, also grundsätzlich können wir ja vorwegnehmen, also ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Und das sollte man nicht nur lesen, sondern auch wirklich, ich glaube, wenn man nur 20% vom Buch umsetzt, dann hat man schon extrem viel, viel gewonnen. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen... erzähl mal so ein bisschen. Natürlich sage ich das jetzt nicht alles auswendig auf und habe mir jetzt alles gemerkt, was da drin stand, sondern wir haben natürlich im Vorfeld ein wenig recherchiert jetzt, aber ich kann so ein bisschen dem Zuhörer und Zuschauer natürlich vorlesen, worum es dabei geht. Also ich sehe es jetzt auf jeden Fall als eine an Paleo angelehnte Ernährung, die Bulletproof-Diät, und die zeitweise oder auch stark im Prinzip im Low-Carb-Bereich stattfindet. Allerdings werden Kohlenhydrate natürlich nicht verteufelt, sondern beispielsweise an Tagen, wo man aktiver ist und viel Sport gemacht hat, machen mehr Kohlenhydrate natürlich dementsprechend auch Sinn. Und grundsätzlich ist das Verhältnis so angelehnt, dass er sagt, 50-70% der Kalorien sollten in Form von Fett aufgenommen werden, bis zu 20% der Kalorien in Form von tierischen Proteinen. Und dazu gibt es natürlich eine ganze Menge Gemüse, was in der Summe 20% der Energieaufnahme ausmacht. Mhm. Und es gibt auch Kohlenhydrate in einer gewissen Phase, wo dann Früchte und stärkhaltiges Gemüse mit bis zu 5% einfließen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass er sagt, dass an aktiven Tagen natürlich dementsprechend dann auch mehr Kohlenhydrate zugeführt werden können und dass es auch sowas wie Refeed Days geben kann, wo dann dementsprechend auch extrem viel Kohlenhydrate gegessen werden und dass man das halt dann im Prinzip auch regelmäßig durchführen sollte, um seinen Stoffwechsel dann auch immer in Bewegung zu halten und nicht einschlafen zu lassen. Genau, und bei Getränken ist natürlich Kaffee ganz wichtig und spielt eine Rolle und Wasser. Beim Gemüse geht er auch darauf ein, dass es Bioanbau sein soll und natürlich naturbelassen dementsprechend. Ja. Öle und Fette sowieso, da speziell MCT-Öl aus dem Hause Bulletproof beispielsweise, Ghee, Eigelb etc., also alles, was wir so kennen, Omega-3-Fette, also alles, was auch im Paleo-Bereich natürlich eine Rolle spielt, steht da sehr stark im Fokus. Und auch Dinge wie Knochenmark, Fett, Weiderinder, also im Prinzip auch Innereien spielen eine Rolle, was wir richtig gut finden. Genau. Wenn man mal in unseren Podcast nochmal hört zum Thema Innereien, wird man da sehr glücklich werden. Und ja, auch Öle wie Kokosfett, Avocadoöle, natürlich dunkle Schokolade und Kakaobutter spielen da auch eine Rolle. Genau, um das jetzt mal ein bisschen nicht zu langsam aufzusagen, so ein bisschen Nüsse und Hülsenfrüchte sind auch mit drin. Milchprodukte, dann dementsprechend natürlich Ghee,
oder Butter aus Bio-Weidemilch und Weidehaltung. Beim Protein ist es natürlich fleischlastig. Weiderinder, Eier, Weidelämmer spielen eine große Rolle. Stärkehaltige Sachen sind dann die Süßkartoffel, die Karotte, Speisekürbis beispielsweise. Und Reis, glaube ich, auch noch, ja, gell? genau. Ja. Gewürze und Aromen sind Kakaobutter mit drin, Vanille natürlich. Das sind halt alles auch Eigenmarken, die er hat, also hochwertige Produkte, die er da anbietet. Ja. Apfelessig, Meersalz, Ingwer, Koriander, Petersilie etc. Jetzt kommt das Thema Süßungsmittel, also Erythrit, Xylit und Stevia. Vielleicht, da ich das ein bisschen kritisch sehe und ich weiß, dass du dich da ganz gut auskennst, kannst du vielleicht kurz was dazu erzählen zu den Süßungsmitteln? Ja, also das sind ja Erythrit und Xylit, sind Zuckerersatzstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, sagt man dazu, weil sie von der Süßkraft her entweder gleich süß wie Zucker sind oder ein bisschen weniger süß und deswegen volumenstechnisch eingesetzt werden in Gerichten. Und sie sind natürliche, also sie zählen zu den natürlichen Süßstoffen, weil sie halt aus Fermentation gewonnen werden. So der gleiche Prozess wie bei der Joghurtherstellung oder wie bei der Bierherstellung Okay, sozusagen, cool. es ist der gleiche Prozess. Ja. Also es ist nichts, was sich synthetisch irgendwo raus extrahieren muss. Ja. Das heißt, wenn Und jemand jetzt fragen würde, hey, Julia, das macht alles Sinn für mich und das finde ich cool, aber mir fehlt das Süße, dann würdest du im Prinzip schon sagen, ja, dann greif doch mal dazu, ja? ja, also prinzipiell finde ich immer, dass man sich das Süße sowieso abgewöhnen sollte mal. Ja. Mhm, okay. Also ich bin immer dafür, dass man auch mal ein richtiges Detox sozusagen macht und ein Entwöhnen, ein wirkliches Entwöhnen, weil es ist weniger der Süßstoff an sich das Problem, sondern dass damit ziemlich viele negative Verhaltensweisen getriggert werden können. Und ich glaube, das ist die größere Gefahr. Einfach, und man kann es natürlich übertreiben, auch mit, also, weil wenn ich was süße, dann kann es einfach sein, dass das gewiss auch eben so gewisse Verhaltensweisen wieder auslöst. Ja. Das heißt, von dem her würde ich immer sagen, einmal auf jeden Fall entwöhnen. Und dann, wenn es halt mal ist, wenn man wirklich für besondere Anlässe, ich meine, ja, vielleicht für Festtage, für Weihnachten oder für Geburtstage, dann kann man auf diese Süßungsmittel zurückgreifen. Ja, gut. Ich denke mal, dass das wird viele Zuschauer und Zuhörer auch interessieren, was es Genau. für Möglichkeiten gibt, ja. Genau, und ansonsten Zubereitungsmethoden, da sagt er halt hauptsächlich roh oder ungekocht. Ansonsten nur leicht erhitzt und so, was halt nicht gut ist, was ich schon gesagt habe, Mikrowelle, frittieren, schwarz anbraten und so ist nicht so von Vorteil. Genau. Ansonsten die zeitliche Anordnung von Mahlzeiten spielt auch eine Rolle. Das heißt, regulär isst man 3 Mahlzeiten pro Tag und ja, und intermittierendes Fasten wird auch empfohlen, was ich Genau. persönlich auch empfehle und selber praktiziere. Und genau. Und Repeat Days, genau. Und dann Repeat Days, dann einmal pro Woche auch mal weniger als 15 Gramm Protein zu sich zu nehmen. Und dann aber wirklich mehr Früchte und Stärkehaltiges in die Ernährung Genau, mit er aufnehmen. nennt es Proteinfasten. Das Ja. ist auch eine gewisse ja, Zellerneuerungsprozesse auslöst, weil wenn man das, weil für Protein gibt es ja grundsätzlich keine Speichermöglichkeit sozusagen. Und wenn ich mal Protein sehr stark reduziere, dann ist der Körper einfach bereit, sozusagen ein bisschen Recycling zu machen, Zellen oder Zellstrukturen abzubauen, die einfach nicht mehr so gut funktionieren. Und da kann das, also anstatt jetzt ganz zu fasten, kann man auch mal einfach so eine Art Proteinfasten machen, also Protein wegzulassen oder sehr, sehr stark zu reduzieren. Ich meine, Und was eben das Tolle ist eigentlich an der, oder was vielleicht das Besondere ist an diesem Bulletproof-Konzept, ja, das ist natürlich, er verkauft ja nicht, sagt ja nicht, das ist jetzt irgendwie was ganz was Eigenes und er sieht es ja auch als eigentlich ein Paleo-Essen oder vom Konzept her, von den Lebensmitteln her. Aber er setzt sozusagen ja noch eins drauf und sagt einfach, dass dieses Bulletproof-Konzept, es geht eben nicht nur das Essen, sondern er spielt ja auch zum Beispiel auf Psychohygiene an. Das meint, er sagt, man soll sich nicht nur von toxischen Lebensmitteln fernhalten, sondern auch von toxischer Umgebung. Das heißt, von
Es können jetzt Arbeitsumgebung sein oder Familienmitglieder oder Freunde, die einem einfach jegliche Kraft rauben, die einen runterziehen, die einem niedermachen, dass man sich auch von dem befreien sollte, sozusagen. Also das ist auch ein Ja, wichtiger Punkt. genau. Und deswegen wundert es mich, dass es Bulletproof-Diät heißt, weil eigentlich müsste es Bulletproof-Lifestyle vielleicht so ein bisschen auch Ja. heißen. Ja, das ist ja immer das Problem mit dem Wort Diät und Diet. Ja. Auch ein bisschen. Ja? Also, dass das Wort Diät im Deutschen eine Ja. andere Bedeutung hat als Ja. das Wort Diet im Englischen, weil Diet ist Ernährungsweise, während Diät ganz klar mit einem sehr restriktiven, mit einer restriktiven Essensvorgabe Ja, eigentlich ja. verknüpft ist. Zeitlich begrenzt und auf Verzicht Ja, getrimmt und so Verzicht, weiter, vielleicht genau, auch auf eine bestimmte Krankheit oder auf eine ja. Indikation hin Genau, genau, ja. abgestimmt. Und diese Bedeutung hat ja das Wort Diet im Englischen überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, Ja, grundsätzlich. ja. Ich meine, dann die Kochmethoden hast du ja schon Genau. angesprochen, dass er eben dafür ist, dass man Lebensmittel toxisch machen kann, indem man sie falsch zubereitet, indem man sie eben verbrennt. Wir wissen, dass gerade bei Fleisch zum Beispiel, wenn die sehr, sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, dass da so krebserregende Stoffe entstehen können. Und auch bei Fetten Ja, natürlich, ja. gerade mein auch gesättigtes Fett oxidiert irgendwann. Und gerade wenn ich frittiere zum Beispiel, solche Sachen sind immer Kochmethoden, die man möglichst wenig verwenden Ja, sollte. Und genau. er hat, was bei ihm schön ist, er hat ja so ein Spektrum. Er gibt ja nicht an Verbot, also nur Rot und Grün, sondern er Ja. hat für jedes Lebensmittel und für jede Kochmethode so ein Spektrum von toxisch zu sehr gut, und man kann sich entlang dieses Spektrums Dieses halt bewegen. Kryptonite, ne, ist der Begriff da. Genau. Kryptonit im Prinzip. Ja. Er spricht halt, er nennt es halt Kryptonit, oder das kommt ja aus dem DC, aus dem Comic-Universum von Superman. Wer das Ja. nicht kennen sollte, Kryptonit ist praktisch ich glaube ich, ein Gestein, das den Ja. Superman schwächt oder ihm sozusagen jede seine Superkräfte nimmt. Und er sagt halt, jeder muss halt herausfinden, natürlich, was ist dein Kryptonit, Ja. was ist das, was dich schwächt. Aber das ist eben nicht für jeden gleich. Und das Interessante ist, dass er in seinem Buch, ja, wie soll ich sagen, irgendwie Methoden gibt, um herauszufinden, was ist dein Kryptonit. Und das ist sicherlich das Gute dran, das ist ein Ja. wirklich hands-on und wirklich mit Ja. Anleitung, wie finde ich heraus, worauf ich zum Beispiel Ja. Nahrungsintoleranzen, ja, Ja. dass sich das auch in Kopfschmerzen oder in so eine Art, ja, wie wenn man einen Kater hat, fast äußern kann. Also, Ja, das sind klar. solche Dinge. Und eines seiner ganz großen Steckenpferde sozusagen ist der Schimmel und Schimmelbelastung. Und da schreibt er dann auch sehr ausführlich drüber, dass zum Beispiel nicht nur in der Wohnung, sondern natürlich welche Lebensmittel belastet sein können, Kaffee, Tee, Nüsse. Und es gibt auch, er hat sogar eine Dokumentation drüber gemacht, die heißt Moldy. Also wir werden da Oh. natürlich drauf hinweisen. Ja, Hast du die wunderbar. gesehen? Moldi? Ne, habe ich noch nicht Ja. gesehen. Ich habe nur die Vorschau gesehen, also Ja, den Trailer, den es dazu gibt. man kann sich's, glaube ich, eh kostenlos noch anschauen. Also ich finde es ganz nett gemacht, Ja, auf jeden okay, Fall. cool. Sind auf jeden Fall ein paar Takeaways dabei, Ja, denke ich mal. ja. Okay. Gut. Ich denke, wir haben jetzt gut erklärt, was die Bulletproof Diet so ist, und zahlt sich auf jeden Fall aus zu Ja. lesen. Es sind sicher einige Sachen drin, die man wieder anwenden kann, eben weil es eben nicht nur ein Diet oder nicht nur ein Diätbuch ist, sondern so viel Gedankenanstöße Ja. sicherlich gibt. Ja, genau. Wenn mir jemand vorgelesen hätte, worum es in dem Buch geht und was da so angestrebt wird, ohne mir vorher den Autor und Titel zu verraten, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, macht Sinn, finde ich gut. Genau. Ja. Und weil viele haben ja irgendwie, wenn die Dave Asprey hören, dann irgendwie eine Abneigung, aber das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Nein. Und genau. Und zu guter Letzt hoffe ich natürlich, dass Nadine, die uns die Anregung gegeben hat für diese Show,
zufrieden ist und dass es sie freut, dass wir genau. auf sie eingegangen sind und dass sie uns natürlich nette Kommentare auch hinterlässt. Genau, und natürlich freuen wir uns auch, nicht nur von der Nadine zu hören, sondern von jedem anderen auch. Genau. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die euch interessieren, über die wir reden sollen, die wir näher recherchieren sollen, dann schreibt uns einfach oder hinterlasst uns einen Kommentar. Und dann sage ich ciao und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao, ciao. Dankeschön.